Willkommen, Freunde, zu The Avengers. Wir müssen die Kampagne noch fortsetzen, die wir das letzte Mal gezockt haben. Ich hoffe ja mal, dass wir weiterkommen, also dass der Spielstand auch gespeichert wurde. Da gehe ich doch mal stark von aus. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir lang müssen. Wenn Sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Bis hierhin klappt immer alles. Drohnen sind natürlich überall am Rumfliegen. Wenn wir hier lang gehen, gehen wir geradeaus, haut's nicht hin. Gehen wir rechts, haut's auch nicht hin. Ich weiß momentan überhaupt nicht, was ich machen soll. Wir können eigentlich geradeaus überhaupt nicht laufen. Gehe ich nicht hin. Kein Abzeichen von Flüchtigen in Human. Die laufen da lang. So, wenn ich jetzt richtig überlege, dann müsste ich ja eigentlich nur hier lang. Dann abhauen. Verdammt, sie sind überall. Okay, dann können wir wahrscheinlich hier nur hier lang. Oder hier kommen wir nicht durch, ne? Wo können wir denn hier nicht lang? Okay, das ist ja nur ein abgerissener Zaun. Wenn die natürlich alle in die Richtung gucken würden. Ja, ich meine Treppe aufwärts, dann... So könnte es funktionieren. Wir müssen natürlich nur schauen, dass wir hier... Die sind da rechts, sind geradeaus. Wenn der Typ jetzt zurückkommt... Ey, Mädel, lass den Kopf unten. Und, jetzt rechts an uns vorbeigeht, dann können wir ja, sag ich mal, hier abbauen. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Kann ich noch nach Hause? Wissen Sie, wer ich bin? Alter, übel. Dein Freund braucht deine Hilfe. Geh! Jetzt sagen, wie wollen wir das packen? So komme ich raus. Vorne sind zu viele Wachen. Das könnte natürlich im Weg sein, ne? Park hat sie gesagt. Triff Tiny Dancer, hat sie gesagt. Blöd, blöd, blöd. Jetzt sind wir natürlich hier, ne? Wie willst du denn da lang vorbei... Also, da vorbeikommen, das ist ja schon wieder fast unmöglich. Meine Sicht ist natürlich auch nicht so toll. Der läuft jetzt nach rechts und der guckt nach links. Jetzt geht der hier lang. Hoffentlich sind die Nichtschwimmer.
Kanalisation klingt gut, aber... Frage ist natürlich, wir müssen aufpassen, dass uns keiner entdeckt und ich muss auch mal Kanalisation entdecken. Ach, geradeaus. Der guckt doch da oben schon wieder. Komm, 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 komm. Ja, wir sind raus. Sehr geil, jawohl. Ja, lecker, lecker. Ah. Das ist noch widerlicher. Ja, für den Erfolg muss man halt manchmal durch die Scheiße gehen, das ist nun mal so. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Oh nein, sie kommen durch. Mädel, stell dich hier nicht so an. So, mal gucken, wo die überhaupt glotzen. Links kommen welche. So, und die Stelle hier, die macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Okay, da können wir hier lang. In der Hoffnung, dass sie uns nicht sehen. Eigentlich wollte ich heute keine Müllcontainer rumschieben. Hier können wir. Hier können wir durch. Ah, oh, scheiße, ey. Das ist ja ein Flucht, das gibt's ja gar nicht. Ah. Ja, das ist die Steuerung, da muss ich mich noch dran gewöhnen, aber ich muss sagen, also. So, das haben wir geschafft. Dann können wir jetzt ja mit einem Hakensprung. Alter, was macht sie denn hier für Turnübung? Komm mal rauf hier. Rauf und ran hier. Jawohl. Okay, jetzt sind wir natürlich hier. Auch ein Stück Kanalisation. Hier ist die Leiter. Ich hoffe, wir entkommen jetzt hier. Also das wäre ja richtig gut. Alles frei. Weil das war ja echt eine Prozedur. Ah, nein. Aber ich glaube, das gehörte dazu. Also das kann mir keiner erzählen. Ja, das gehört zur Story. Shit, ey. Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthols folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Informationen ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Alter, was ist das für ein Kanisterkopf, ey? Der hat ja, der sieht aus wie E.T. Was geht hier vor? Ja, ein Riesenrübe. Das ist eine Mischung aus Frankenstein und Außerirdischen. Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Ui, kleiner Asthmatiker, würde ich sagen. Der COPD oder irgendwas. Ein bisschen krank, der Typ. In der Tat. Wieso hackst du dich in unsere Server? Ich habe nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Kamala. AIM hat nur vor, uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner. Ist unbegrenzte Macht gefährlich. Sie ist tödlich.
Ayday ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Hören Sie, ich habe das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Sie ist gewalttätig. Was? Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Hm? Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Waren Sie da? Ich meine, als Cap starb. Waren Sie da? Ja. Ich hatte Glück. Monica fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir es einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnappt euch das Mädchen, los! Oh, jetzt sind wir wieder auf der Flucht. Toll, Kamala. Du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Ey, wir sind auf der Flucht. Eine Heldin werden? Hallo, wir sind auf der Flucht. Du kannst da oben nicht stehen und mit dir selber reden. Wir müssen weg, sonst kommt gleich wer. Aber die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Utah. Die alte Shield-Basis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Sie wurden als Shit! Ah, jetzt haut sie ab. Ah, super. Ah, shit. Warum? Nee, das gibt's ja gar nicht. Warum? Da habe ich doch mal richtig Gas gegeben. So, jetzt müssen wir mal weg hier. Ein bisschen Batman-mäßig. So, jetzt hier. Nimm die Leiter. Genau, verpiss dich hier. Lass uns in Ruhe. Oh, noch einer. Zusätzliche Einheiten für irgend so ein kleines Mädel, das so ein paar Spezialkräfte hat. Stehen bleiben! Nee, ich bleib hier überhaupt nicht stehen. Ich will hier weg. Ich glaube, es hackt. Kamala Khan, bleib stehen! Ah, shit. Oh. Alter, ich hab schon gedacht, ich hab's wieder verkackt. Ich will nicht bleiben, um es rauszufinden. Ja. Ah, die Polizei ist hier natürlich sehr feindselig, ne? Jetzt kommen die hier schon wieder rein, ey. Das ist die Frage, muss ich jetzt kämpfen oder fliehen? Okay, gehen wir es an. Kamala Khan! So, Steuerung RT, rechts gegen Angriff zu verteidigen, okay. Machen wir das nochmal. Bitte ergeben Sie sich den AIM-Einheiten. Ihr wollt Kräfte sehen? Na schön! ID positiv! Angreiferin ist Inhuman! Ja, klar sind wir Inhuman, aber sowas von Inhuman. Und ich werde dir jetzt einmal deinen fetten Arsch treten hier. Komm her hier. Genau, so muss das sein. Empfehle, Fernkampf. Sind das Granaten? So, auf den kicken wir jetzt erstmal durch die Gegend. Feuerwehr, Projektile.
sind die einige noch Scheibe von abschneiden. Boah, die hätte ja gar nicht mehr auf hier. So, komm. Ja, kick some ass. Genau, richtig. Ich denke mal... Ja, den auch nochmal. Ah, shit. Da habe ich erstmal schön daneben getreten. Man kennt das vom Fußball. Verstärkung eingetroffen. Ja, super. Drücke RB, um High Five einzusetzen. Ah, die hat ihre Kraft in der Hand. Nee, die hat ihre Hand in der Kraft. Nee, die Kraft in der Hand. Das ist schon richtig. Okay, warte mal. Drücke R, halte LT, um zu zielen. Drücke L... Ah, alles klar. Genau, jetzt gibt's noch mal richtig auf die Mütze hier. Ich weiß ja nicht, wie viel Verstärkung die noch holen wollen, aber ich denke mal, wir machen auf jeden Fall alle platt hier. Alter, der hat mich echt getroffen, das gibt's auch gar nicht. Die hat natürlich Fähigkeiten, ey. Mann, Mann, Mann. Da muss man schon lassen. Da machen die erstmal nix. Ja, komm her. Sehr gut. Ja, wäre sie gleich abgehauen und hätte sich da nicht fangen lassen. Dann, oder kriegen lassen, weil sie mit ihren Selbstgesprächen da irgendwie nicht klar gekommen ist, dann wäre sie schon längst über alle Berge gewesen, aber... Subjekt 1102. Es kann sich selbst klonen, nahezu perfekt. Mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen und... Und da sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen 6 Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Ich kann leider noch nicht einschätzen, weil ich die Avengers selber nicht kenne. Und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Ob das, einer von den Guten oder von den Bösen ist. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich's schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass Sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adeptoid starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen stärker. Ist sie stabil? So ziemlich. Alter, der sieht schon aus wie ein Mutant. Wenn er sich noch weiter verwandelt. Das ist unglaublich. Ja, wo ruft sie jetzt an? Ich vermute mal, sie wird sich bei ihren Eltern melden, ne? Aber mal gucken, wer rangeht. Also, manchmal weiß man das ja nicht so genau. Vielleicht hat sie auch noch irgendeine Geheimnummer.
Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey, Abu. Ich habe deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Jedenfalls, du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Ich bin Sonntag wieder da. Ich werde artig sein. Hab dich mehr lieb. Oh, das war emotional ganz schön hart, ne? Ihm nicht zu sagen, dass es ihr gerade scheiße geht. Aber okay, wie soll er ihr auch helfen? Also, sie ist ein Inhuman und... Tja. Alter, mitten durch die Wüste von Arizona, so sieht das zumindest okay. aus. Alle Verschwörungstheorien online deuten auf diese Schlucht als Heimatbasis der Resistance hin. Sie sind meine einzige Chance. Okay, dann versuchen wir das Ganze ja mal. Wenigstens weiß ich jetzt, dass jemand hier draußen war. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wenn ich denen zu nahe komme... Typisch. Ich reise quer durchs Land, um Gerüchten nachzugehen. Aber sonst habe ich ja nichts. Genau, also ich denke mal, wenn ich hier langlaufe und die erwische oder in der Nähe bin... Was macht AIM bloß hier draußen? Dass die mich vielleicht sogar angreifen, weil sie ja gar nicht wissen, wer ich jetzt bin. Ich meine, wenn die sich hier verstecken, kann es sogar sein, dass sie sich bedroht fühlen. Endlich! Etwas, das nicht aus Stein ist. So, wer steht denn hier überhaupt? Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Ja, kann auch ein gutes sein. Sieht nach einem alten Bunker aus. Und, Zeichen. Die Resistance. Hier müssen sie sein. Es muss so sein. Nein. AIM hat sie zuerst gefunden. So, Unterstützung, Heldenfähigkeit. Er leidet einen Held, Schaden sinkt die Willenskraft. Regeneriere als Kamala Khan Willenskraft, indem du ihre Unterstützung, Heldenfähigkeit, Heilung, Geist verwendest. Wenn die linke Heldenanzeige voll ist... Drücke zur Aktivierung LB. Okay. Die haben dir auch letztes Mal schon weggekickt. Wir glauben ja wohl nicht, dass wir uns das gefallen lassen. Die nächste Drohne ist weg. Ich glaube, wir müssen hier erstmal rein, ne? Neues Einsatzziel, aber... Okay, wir müssen wahrscheinlich hier... Erstmal springen, ja. Okay. Wir müssen noch ein bisschen ducken und dann... Ich muss nach oben, um zu sehen, wo ich bin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Geil, böse, mit ihren Armen, ne? Ich vertrete mir nur die Beine. Genial. Ja.
Bilder. Was sind jetzt? Auf jeden Fall springen. Weit, weit, weit springen. Oh. Wow! Ich kann es nicht fassen. Ich hab's geschafft. Ja, mit der Fähigkeit Meine muss ich Eltern sagen, würden ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Wäre ich natürlich auch. Ja selber aus. Total klasse. Also, ich würde mich richtig gut fühlen, wollte ich damit sagen, wenn du so eine Fähigkeit hast, kannst du weit springen. Das kann doch nicht. Die Chimera. Ich hab sie gefunden. Ich kann's nicht glauben. So, die verlassene Chimera, okay. Drücke LS, um zu sprinten, ein- und ausschalten. Los geht's. Uiuiuiui, Alter, das ist mir selber fast schwindelig geworden. Natürlich schon geil, ne? Wie schnell das ist. Richtig genial. Ah, Mist, da habe ich was. Ah, alles klar. Ich muss mir erstmal angewöhnen, da oben auf die Stangen zu achten. Oha. So, jetzt müssen wir hier rüber. Schnell, zack. Ja, ich hoffe, wir schaffen das. Aber jetzt müssen wir auch wieder schnell sein. Ja, sehr gut. Die Resistance muss hier sein. Sammlerobjekt Comic gefunden. Sehr gut. Die Frage, wo die... Ah, hier ist noch was. Ich hätte gedacht, sie stellen Wachen auf oder so. Müssen wir mal logisch überlegen, wo wir hier lang müssen. Geht's nach oben? Ne, nach oben geht's nicht. Ah, hier geht's hoch. Jawohl. Schön, dass das immer explodiert und wir das anscheinend sammeln können. Lichter! Jemand ist zu Hause! Es ist wahrscheinlich so ein Tor, was nur jemand öffnen kann, der eine Spezialkraft hat. Kann mir vorstellen. Ups! Unten war der Reaktorraum. Wahrscheinlich muss ich nach oben. Ja, das sieht echt so aus. Ich muss in der Nähe sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die einfach so eindringen lassen, ohne sie anzugreifen, weil die wissen ja gar nicht, wer das ist. Ob sie feindlich gesinnt ist oder nicht. Scheiße, das Kommandodeck. Wo sind denn alle? Alter, sie ist immer noch so ein Fangirl, ne? Echt krass. Also immer noch total begeistert. Okay, jetzt gucken wir mal hier mit Bedacht. Okay, hier geht's raus. Das ist schon mal gut. Es muss eine Nachricht geben oder eine Karte. Irgendwas, das zeigt, wo sie sind. Oder man hinterlässt keine Beweise? Ja, clever. So, nach oben geht's nicht. Warte mal, hier liegt was.
Hey, ganz ruhig, Mädel, ganz ruhig. Staubig. Nein, sie sind hier irgendwo. Hier könnte man auch runter, das machen wir auch gleich, aber wir holen uns nochmal die Behälter hier. Ist auch geil, dass die von alleine explodieren. Hallo? Ah, hier ist was. Es kann aber auch sein, dass man sie schon beobachtet hat und erwartet. Vielleicht komme ich in die Crewquartiere. Ah, natürlich. Muss den Strom wieder einschalten. Vielleicht kann ich einen Schalter umlegen oder sowas. Oh, die hat echt Power. Oh. Ist da, da müsste ich hinkommen. Okay. LT. Warte mal, halte LT, um auf den Energiehebel zu zielen. Muss mich nur dehnen. Geschafft! Oh. Nein, 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 nein! Ah. Wow. Na, man, gut, dass sie nur Aua sagt. Also, sie ist gerade auf Metallboden aufgeknallt. Schön instabil das Ganze hier. Klingt, als würde das alte Teil auseinanderfallen. Ja, wollte gerade sagen, also. Was ist das? Wow. Ist das etwa das, was ich denke? Warum ist er noch hier? Er ist so leicht. Ich wollte sagen, das sah aus wie so ein altes Blechschild oder so. Jetzt hat es sich auch so angehört, so ganz. Ist wahrscheinlich nur Deko. Terrigen war wirklich ein mächtiger Stoff. Wer ist da? Hulk kommt. Oh nein. Oh, was da? Halt! Tu mir nichts! Na! So, jetzt bloß weg hier. Alter, wenn er uns erwischt, reißt er uns die Ohren ab. Alter, der zerpflückt die gleich. Das war aber knapp. Alter, der hat ja auch so viel Power und so viel Kraft, ey. Das ist unglaublich. Mensch, hier sind doch nur ein kleines Mädel, ey. Lass uns doch mal zufrieden, ey. Ich brauche Ihre Hilfe, okay? Machen Sie das? Was machen Sie da? Nimmt das halbe Schiff auseinander. Töten Sie mich nicht, bitte.
Mann, ey. Ich muss hier echt weg. So, um den Fähigkeitenbildschirm zu öffnen. So, was haben wir denn? Fähigkeiten erhalten. Benutze Fähigkeitspunkte, um mit Helden aufzusteigen, um neue Fähigkeiten zu erhalten. Bewege den Cursor über ein freigeschaltetes Fähigkeitssymbol und halte A, um die Fähigkeit zu erhalten. Neu verfügbare Fähigkeiten sind gelb markiert. Okay. Alles klar. So, jetzt können wir hier umschalten. So, ich muss ja erstmal... Ah, ich bin auch wieder... Genial, ich muss ja natürlich weitermachen. So. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Fähigkeitspunkte 2 habe ich auf jeden Fall. Halte Y, um einen mächtigen Doppelschlag aufzuhalten. Das ist okay. Das ist schon mal ganz genial. Nochmal lesen. Halte Y, um einen mächtigen Doppelschlag aufzulernen, der die feindliche Verteidigung durchbricht und zusätzlichen Betäubungsschaden verursacht. Das ist doch schon mal super. Halte LT und RT, um Gegner mit einem verlängerten Arm aus der Distanz zu attackieren. Nehmen wir das mal, das ist auch nicht schlecht. Re-Kick. So, das Meisterschaft, da haben wir noch nichts. Spezialisierung. Da haben wir jetzt auch, wir haben keine Fähigkeitspunkte mehr. Kein Wunder, dass die Resistance von hier weg. So, einige Helden können mit Powerangriffen durch Wände brechen. Zerstörbare Wände sind mit einem orangenen Leuchten markiert, wenn du das Taktikbewusstsein einsetzt. Und zwar halte Y für Powerangriff. Drücke RT, um Taktikbewusstsein zu aktivieren. Okay. Da muss ich noch durch. Den Unterschied bemerkt sich ja niemand. Es muss einen Weg zurück aufs Deck geben. Hulk müsste inzwischen wieder Dr. Banner sein. Vermutlich bin ich allein. Okay. Schalter mit blinkenden roten Lichtern können zum Aktivieren angegriffen werden. Drücke X, um einen leichten Angriff auszuführen. Halt LT, um zu zielen und drücke RT, um zu schießen. Okay. Was kann schon schiefgehen, wenn man einen roten Knopf drückt? Ah, gucken wir, ob das sehen. Ja, hat funktioniert. Bin ich geliefert. Okay, was natürlich gut ist, dass wir Hulk entkommen sind, oder besser gesagt, dass er uns nicht gekillt hat. Wow, das war die Hangarbucht. Die zerstört aber ganz schön das Schiff hier, muss ich sagen. Wobei, das ist ja auch eine Bruchbude hier. Du musst nur zum obersten Deck, ohne den Kopf zu verlieren. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Und mal schauen, ob wir hier irgendwie einen Kran haben oder sowas, was wir bewegen können. Ach doch, da, klar. Jawohl. Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau. Ja, besser als Lara Croft. Oh, hat nicht ausgereicht. Warum das denn?
klar. Daran könnte ich mich gewöhnen. Dann müssen wir dann Schalter drücken. Immer nur nach oben. Ja, das war auch knapp. Hab ich beinahe wieder Scheiße gebaut. Was ist das? Da fehlt was. Vielleicht gibt's hier was, das mir weiterhilft. Okay, da müssen wir was einsetzen. Das heißt, wir müssen auch was suchen. Na, hier ist was. Armbänder, Ausrüstung, Ausrüstung. Insignien, Ausrüstung, um den Ausrüstungsbildschirm zu öffnen. Jedes ausgerüstete Ausrüstungsobjekt erhöht die gesamte Ausrüstungskraft. Jeder Punkt Ausrüstungskraft erhöht die Gesamtstufe um denselben Wert und damit auch den Schaden, den ein Held verursachen oder einstecken kann. Wähle ein ausgerüstetes Ausrüstungsobjekt, um alternative Ausrüstungsobjekte-Optionen anzuzeigen und drücke A, um die auszurüsten. Oh Gott, Alter, warum kann ich das nicht lesen? Du kannst aktuell ausgerüstete und markierte Ausrüstungsobjekte vergleichen, indem du RT hältst. Okay. Mann. So, was haben wir hier? Kraft 1, Kraft 2. Slot Verteidigungs. Wähle den Slot für Verteidigungsausrüstung aus. Okay. Den müsst ihr jetzt angelegt haben, ne? Ja. Ja, ich habe den Griff für den Verteilerkasten gefunden. Na, das war ja nicht so schwer. Knopf hat Strom. Müssen wir mal gucken, was da angefahren kommt. Jo, wir haben es geschafft. Dort komme ich raus. Ja, die Leiter ist, glaube ich. Halt muss sie verschreckt haben. Die Leiter ist, glaube ich, die leichteste Option. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Oh, nicht schon wieder, ey. Ziel Kamala Khan festnehmen. Bedrohungsstufe 1. Befehl. Ziel lebend ergreifen. Seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig. Ziel ist vorgerückt. Bedrohungsstufe 2. Reaktion eskaliert. Ja, Reaktion eskaliert. Ja, ich meine, was habt ihr denn geglaubt, ey? Ihr habt mich vorhin die ganze Zeit geärgert, gejagt, gemacht und getan. Sie euch jetzt zufrieden lasse, oder wie? Los, komm. Piss dich hier. Und du auch, genauso. So, ist jetzt hier Ruhe oder will noch einer was wissen? Hier müsste noch eine Drohne irgendwo sein, ne? Ja, da kommen ja noch ein paar Fußballer hier. Zack. Ja, Freunde, ich habe Geschichte in der Faust. Das vergessen viele. Auch als Mädel habe ich hier schon einige Prügeleien hinter mir. Ja, genau. Wirf du mal schön hier deine Granaten. Ja, du bist ein ganz toller. Wer willst du denn sein? So, nicht blockbare Angriffe. Gegen Gegner, über denen ein roter Angriffsindikator angezeigt wird, führen einen nicht blockbaren Angriff aus. Diese Angriffe können nicht gekontert werden. Du kannst ihnen durch Ausweichen entgegnen.
Drücke B, um Angriffe auszuweichen. Okay, B. Ich hab keine Angst vor euch! Genau, das sehe ich genauso. Gerade die kommen immer so mit 10, 20 Mann. Kriegst ja dann doch nicht hin. Ja, ich meine, dann können auch mit 100 kommen, dann werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich komme hier raus und ich nehme diesen Stick mit. Können wir auch mal ein bisschen das Schild weglatschen hier. Immer schön ausweichen. Mann, ey. Tja, jetzt wird's lustig, aber die packen wir. Drücke L und achso, L, B und RB, um die ultimative Heldenfähigkeit anzusetzen. Das ist neu. Ich bin riesig. Die hat bedroht, Stufe 5. Alter, das ist ja mal eine witzige Option hier. Geil, die kann ihre Gegner schrumpfen lassen. Ja, das finde ich doch mal nice. Ja, komm, macht euch weg. Ja, und zack. Das ist wie beim Kegeln hier. Reiß dich zusammen, wir schlagen uns doch ganz gut. Nicht so selbstkritisch. Ich das Ziel mit allen Mitteln. Oh nein, nein, nein. Ah, sehr gut. Schwindelig. Wenn ich da mich so drehen würde, oder ich weiß ja nicht, was wir der Farbrechte haben oder gespritzt haben oder. Hey. Was machen Sie da? Ganz ruhig, alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann. Dr. Banner. Oh, nein. Highway 9. Von Highway 9 sind es etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was Sorry. Was sehen Sie da? Ich habe wirklich... Also wirklich ziemlich lange Zeit... Als der Große verbrachte, also... Ach, da fällt mir gerade ein, vorhin hat man ja gesagt, sie hat irgendwas in ihr, was immer schlimmer wird. Und vielleicht ist sie ja deswegen ja auch schlecht geworden. Jahre, ja. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbot sein Kind in die Wüste? Nicht so ganz. Ich hab etwas gestohlen.
Vom AIM-Server. Ha, was? Wieso? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen Nein, zu schließen? Nein, wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt. Ja. Hören Sie. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton, AIM... Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also, ich habe überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber Sie haben doch das Video gesehen. Tut Sie wissen, da stimmt etwas sehr nicht. Sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Okay, für sie sind das positive Helden. Tarleton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank. Gewalttätig. Und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte! Ich... Ich bring dich hin. Wirklich? Die fette Cola. Ich glaube, er teilt ihren Humor nicht so. Alter, was ist das für eine Cola? Sind das 5 Liter oder so? Schon ausgetrunken. Alter, da guckt er selbst als Hulk. Würde er wahrscheinlich nicht schaffen. Also ein bisschen durchgeknallt ist sie ja, ne? Muss man ja echt sagen. Ich finde sie irgendwie... Sie hat irgendwie einen positiven Charakter. Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist,
dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar. Warum sind Sie zur Chimera zurückgekehrt? Bin ich gar nicht. Das war er. Und hat er die Resistance vertrieben? Ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar S.H.I.E.L.D.-Agents getroffen, aber danach nichts. Oh. Aha. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ganz schön eng hier. Ja, Kopf runter. Hier, ich helfe Ihnen. Oh, danke. Nein, geht schon. Vor uns ist eine Lichtung. Dort müsste der Eingang sein. Cool. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Wie eine alte Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Wie sieht eine Festplatte von 1998... Wow. Na endlich. Wir sind nah dran. Oh Mann. Das ist zugeschweißt. Okay, schickt Eindämmungseinheiten. Dr. Banner, was soll ich tun? Lauf. Was? Ja! Ja, mit denen werden wir ja wohl fertig werden. Zorn. Halte RT, um Zorn zu aktivieren. Ist Zorn aktiv, verursachen erfolgreiche Angriffe, höhere Schaden und stärken gleichzeitig Willenskraft. Erleidest du Schaden, solange Zorn aktiv ist, verbraucht sich intrinsische Zornenergie, statt die Willenskraft zu schwächen. Erleidest du Schaden, solange Zorn aktiv ist, leert sich der Zornanzeigen anstelle der Willenskraft. Halte RT, um Zorn zu aktivieren. Machen wir das nochmal. Ist extrem stark. Extrem stark, ja, auf jeden Fall. So, den Schlag hatte ich ja beim letzten Mal schon gehabt. Was kann ich, die droppen ja auch mal irgendwelche grünen Sachen. Weiß gar nicht, ob ich die überhaupt nutzen kann. Einsammeln. Dann haben wir auf jeden Fall platt gemacht. Nicht gut, gar nicht gut. Mist! Erhebt euch! Das ist eine Warnung. Hier wimmelt es von AIM. Wo sind die so schnell hergekommen? Angriff mit maximaler Kraft. Alter, jetzt reicht's aber auch langsam, ey. Die gehen mir echt auf den Piss. Wie viel gibt's denn davon? Genau, das Grüne, was hier rumliegt. Aber kann man das einsammeln? Nee, ne? Nee, macht er irgendwie nicht. Halte LT, um zu zielen. Sie sind nicht unbesiegbar. Bewege mich. Okay, dann machen wir hier nochmal einen. Ausgedünnt. Okay, nicht lange vor. Ah, komm, noch mal einer auf die Nuss. So, dann ist hier Ruhe. Schnell weg, hier sind Granaten. Ich
wir können jetzt auch Felswand gleich hochklettern. Ja, Rückkehr zur Basis. Ist auch besser so, würde ich sagen. So, dass er Land gewinnt. Ich hoffe, dass du das warst. Hoffentlich hast du Klamotten zum Wechseln dabei. So, A, drücke A, um von Wänden hochzuspringen. Okay, auch geil. Alter Hammer-Grafik, ganz ehrlich. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier unten lang. Oder? Ne, warte mal, wir sind ja von hier gekommen, oder? Ne, nicht. Doch, wir sind von hier gekommen. Ah, da schräg geht's weiter. Okay, da müssen wir, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Aber das sollte kein Problem sein. Hier ran und dann schräg abdrücken. Deinem genau. Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. Bruce mag meine Witze auch nicht. Okay, okay. Ich werde den Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. Ja, wir haben auch keine Zeit hier. So, jetzt die Frage, hier lang, hier lang. Was ähnliches habe ich schon mal gesehen mit den Markierungen. Und zwar bei Devil's Hunt. Da war das genauso genial gelöst. Das fand ich auch super. Okay, kann er das... Achso. Kann man das hier einschlagen oder so? Nee, ne? Hat er eigentlich auch sowas? Achso, warte mal. Genau. Super, dann haben wir wahrscheinlich einen Verstärker gefunden. Okay. Ja, das schaffen wir noch so. Was? Mist, du hast recht. Provisorisch sieht das nicht aus. Hey. Alles gut? Okay. Alles cool. Vermutlich. Oh Mann. AIM ist nicht einfach gekommen. Die haben sich hier eingerichtet. Wir müssen Jarvis finden und dann verschwinden. Wenn das hier vorbei ist, werde ich sehr lange duschen. Das muss das Archiv sein. Direkt vor uns. Das hat sie, als sie in der Kanalisation war, nicht gesagt. Ich glaube, AIM hat den Laden übernommen. Ob das Dark wirklich hier ist? Ich könnte durch die Lüftung und es mir ansehen. Ja, das geht auch. AIM ist überall. Lenk du sie ab. Ich suche einen Zugang. Lenk du sie ab? Ja, ich werde sie ablenken, aber auf meine Art und Weise. Ich werde ihr mal ein bisschen Manieren beigebracht. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Mist, sie riegeln alles ab. Ich bin drin. Die Luftschächte sind riesig. Anscheinend hat AIM um das Originalarchiv herumgebaut. Alles ist neu. Alter, die Einheit, die müsste doch weit Platz sein, oder? Wir haben den so den Arsch versohlt hier. Oh, weiter, weiter. Große Gruppe ist unterwegs zum Aufzug. Ja, dass sie sich immer noch trauen, mich anzugreifen. So lächerlich. Ja, braucht euch gar nicht verkrümeln. Ich kriege euch doch. Genau. Alter.
Wie der die Steine aus dem Boden reißt. So, komm her, hör auf dich zu verpissen. Ja. Alter, er läuft ja hier mit einem Brocken rum, ey, das gibt's ja nicht. Ein richtig fettes Teil. Muss jetzt erledigt sein, ne? Alter, wie viel kommen denn da? Das war knapp. Sie hätten mich fast gesehen. Au. Also ich muss sagen, ich war ja erst so ein bisschen schockiert, als ich die Einheiten gesehen habe. Aber wenn ich jetzt sehe, wie locker ich die umhaue hier. Komm her hier. Aber schon krass, ne? Wenn ich überlege, was ich für eine Kraft habe. Ja, ist eigentlich nur ein Mensch, der eine Spezialausrüstung hat und deswegen gegen mich anstecken kann. Das Originalarchiv muss tiefer im Gebäude liegen. Ich suche weiter. Ja, jetzt muss aber mal Ruhe sein, ja? Nur einer fragen wir, oder? Ja. Oh ja, nimmt hier einen halben Serverraum auseinander. Der trommelt ja so auf den rum hier. So, C, ach, die haben... Auch kaputt. Auch kaputt. Auch kaputt. Ich glaube noch nicht, dass die mich hier aufhalten. Der ist nicht zu unterschätzen hier, der Typ. Aber jetzt aber platt, oder? So, um den Ausrüstungsbildschirm zu öffnen. Oh, wird hier genauso sein. Verbessere Ausrüstungsobjekte und Artefakte mit Kraftboost, um ihre Kraftstufe in Attributsstärken schnell zu erhöhen. Für Kraftboots brauchst du schnelle Ressourcen. Höherwertige Ausrüstung kann öfter verbessert werden. Okay. Wähle ein Ausrüstungsobjekt, um es zu verbessern. Kraft 6, Kraft 6, 7. Nehmen wir das nochmal. Okay, das konnten wir noch verbessern. Geil, er sagt zerstören Tür und dann macht einer die Tür auf. Sie haben etwas im obersten Stockwerk. Treffen wir uns dort? Könnte das Archiv sein? Oh.
Frage ist natürlich auch, ob ich hier nicht einfach durch kann. Weil da hinten ist doch eine Treppe, ne? Weil sie hat gesagt, oberstes Stockwerk. Ja. Genau. Durchs Forschungslabor führt ein Weg nach oben. Du musst durch den Serverraum. Das sind nicht sie. Das Monster sind nicht sie, Doktor. Er würde die Zerstörung dieser Forschung nicht wollen. Okay, klappe mit deinen Philosophien. Ich glaube, hier müssen wir nach oben. Geht's hier nach oben? Ich kann Ihnen immer noch helfen. Also. Alter, wir zerstören hier Sachen, ne? Das gibt's ja nicht. Wir sind ja von nix halt. Ja, wir können ganz gut austeilen hier. Kommen denn da noch? Das gibt's doch gar nicht. Ach, hier geht's lang. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Bruce. Es ist nicht zu spät. Ja, hier ist gleich Ruhe im Laden. Wenn wir weiter so machen, ist ja bald gar keiner mehr. So, es müsste ja Energie aufladen bei ihm genauso sein, oder? Wie bei ihr mit LB. Alter, pure Zerstörung, pure Leidenschaft. Alter, jetzt reicht's aber hier. Oh, ich habe fast keine Energie mehr. Uiuiuiui. Da sind wir aber hängen geblieben. Ja, das kann man ab und zu auch mal machen. Einfach mal ein bisschen abbauen hier. Also nicht alles immer zerstören. Sehr gut. Ja, hier müsste es sein. X halten.
die Frage, wo wir jetzt lang müssen. Stören hier nochmal alles. Denn nach oben geht's ja nicht mehr. Nee. Geht's da oben weiter, oder? Ich momentan überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt lang müssen, weil das ist doch der Fahrstuhl hier und wir wollten doch ganz nach oben. Sind wir hier oben? So, das haben wir auch nochmal zerstört. Ja, mal gucken, ob wir hier noch das lang müssen oder so, ne. So, jetzt waren wir da oben. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Kann ich eigentlich meinen Powerschlag nicht mehr machen hier? Okay, wir laden unsere Energie auch auf. Ab und zu mal. Wahrscheinlich, wenn wir ein paar Gegner platt machen. Oder er holt sich von der Lane. Hier. Jetzt müsste eigentlich keiner mehr über sein, ne? Oh, Alter. Jetzt die Frage. Wo geht's jetzt lang? Geht's jetzt hier lang? Wird die Energie eigentlich aufladen? So. Alter Schwede, wir haben die ganz schön platt gemacht, ne? Da ist jetzt gar keiner mehr über. Gucken, ob wir jetzt hier irgendwo rein müssen oder so. Ach, warte mal, da geht es auch nochmal hoch. Bin jetzt auch nicht sicher, ob ich von da gekommen bin oder nicht. Okay, das ist Energie, alles klar. Können wir nochmal schön einsammeln hier. Donnerklatschen nennt er das. Achso, von da kommen wir ja. Gehen wir mal hier hoch. Alter, ist das heftig hier, die Bewegung. Hier ist so viel los auf dem Bildschirm. So, hier werden wir jetzt noch ein paar Brocken am Kopf werfen. Wundert es immer, dass der PC das überhaupt packt, dass man hier aufnehmen kann und dann nebenbei noch zocken und das mit einer Geschwindigkeit hier. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es schwinden uns ein bisschen die Kräfte. Kanone ja eigentlich auch zerschießen. Okay, ja, da könnten wir eigentlich einen Stein auch drauf werfen. Das geht ja mit ihm auch.
scheiß Drohne. Ich bin in einem Terrigenese-Labor. Was ist das? Sind auf jeden Fall weitergekommen, das ist schon mal gut. Du hast es geschafft! Administration Lobby. Sehr geil. Haben sie die Inhumans eingesperrt? Was ist passiert? Ach, ist das jetzt die Falle, ja? Hier haben sie ihnen wehgetan. Hulk. Du musst für mich dieses Labor zerstören. Zerstör es! Bändig den Hulk! Sie haben die Wahrheit gesehen, Banner. Sie als Einziger. Alter. Wir beheben jetzt den Schaden, den die Avengers damals angerichtet haben. Den wir angerichtet haben vor so vielen Jahren. Alle Inhumans haben jetzt die Chance. Ich hoffe, dass ich auf den nur irgendwie ein bisschen einschlagen muss. Die Inhumans wollen ein Schicksal wie den ihren bewahren. Sie wollen ein Heilmittel. Er lügt! Er rettet niemanden! Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Alter. Das ist aber übel. So, komm her. Nee, bin ich da gestorben? Wir hatten die doch schon fast. Ja, ich wollte meine Spezialkräfte einsetzen. Er lügt! Er rettet niemanden! Ich sehe das auch so, dass er niemanden rettet. Gerade nicht mit seinem komischen Anzug hier. Er versucht ihn zweimal zu beeinflussen, aber... Komm, den machen wir jetzt platt. Jetzt ist Ruhe. Wir sind schwach. Zeig dir gleich, wir sind schwach. So, wir sollen ja das Labor zerstören, dann machen wir das doch jetzt mal. Nebenbei können wir auch mal ein bisschen kämpfen. So, komm, das machen wir auch zu. Genau, das zerkloppen wir auch. Komm, das auch. Alles kaputt machen wir. Ja, was können wir noch zerstören? Ja, das können wir noch zerstören. So, wir können unsere Spezialfähigkeit hier auch nochmal einsetzen. Genau, wir können die nämlich markieren. Und dann mit Y können wir den richtig welche verpassen. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch Energie haben zum Einsammeln, die hier irgendwie rumliegt. Ja, da liegt noch Energie rum. Ah, sehr gut. Hauen wir doch mal den Verstand aus dem Anzug. Jawohl. Ah, noch einer. Das wissen wir.
Los, jetzt gibt's aber einen auf die Mütze, dass er aus dem Anzug fällt. Alter, wer kommt da denn jetzt angeflogen? Nein! Sofort raus da! Lauf! Wir schießen hier. Ich würde sagen, schießen mit einer Kanone oder so. Wir müssen ja noch geradeaus laufen. Jo, wir sind raus. Ich versuche es zu öffnen, okay? So, Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und beende das Ganze hier. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Lasst mal ein Abo da, kommentiert das Ganze mal. Gefällt mir nach oben, wäre ganz cool. Gefällt mir nach unten, wäre auch ganz cool. Wie ihr Bock habt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Und ich muss sagen, geiles Game, macht echt Spaß. Genau, die Schalter. Ist gut geworden. Nichts wie hin, Kamala. Bis zum nächsten Video.